Yeah, many thanks to these three fantastic fighter pilots. Ingo van der Voort, Elfried Negele and Georg Negele. Arthur Chet and Niles Chedden as K21 Chet. Many, many thanks. You see the extended tactic pay? That's absolutely awesome. Den wilden Mann vom Technik habe ich schon gesehen. Der ist hier wohl im Hintergrund an die Vorne. Fabrice Bucher sein, der hier eine Level Pro von Pirotti fliegt, mit einer Turbine ATS 190V für TB Jets. Die Rebel wird über TB Jet Models verdient. 16 Kilogramm Abfluggewicht bei einer Länge von 2,90 Meter und einer Spannweite von 2,60 Meter. Elektronische, also ein elektrisches Einziehfahrwerk und die Turbine ist eine ATJ-190SV in der neuen Version. Die ATJ-190 kommt aus Taiwan, bringt bei einem Eigengewicht von 1780 Gramm eine 95 Kilogramm und ist selbstverständlich mit Komplett-Set, mit also den Fuel-Wells, GCU, ECU und so weiter erhältlich. Für 2.590 Euro. Also wie gibt es bei TV jetzt auf dem Neuen? Also, a value from TV Jets distributed in this level, which is made by Pirotti. The model is 16 kilograms, with 260 wingspan and 290 fuselage length. And it's powered by a turbine 18K190 Uwer and engine, which comes from Taiwan. Ja, die zweite Maschine, die wir starten, ist für Wildtechnik. Wir hören am Pfeifen, wir haben aber keine Turbine, der Viper drin. Aber ein EDF-Antrieb und zwar den JP120 EDF-12S. Hersteller ist GP Hobby. 695 Gramm wiegt der Antrieb. Leistungsschub von 8,6 Kilo bei 12S. Bei 82.000 Umdrehungen. Das ist aber eine ordentliche Größe. The second jet in the air, it's a flying for Wild Technik. And Sascha Schneider is the pilot. It's a Reiber, one of the EDF, Jet Tech. And so the engine is quite interesting in here. The Viper jet is a scale 1x4.6. That means 184 wingspan with a length of 117. And the ARF kit just has an the reef pack is electric. Also the brakes are electric. And the EDF is a 120 EDF 12 cell. With an own weight of 700 grams, it's delivering 8.6 kilograms of thrust with 12S LiPo, so that's 48 volts, and just consuming 127 amps. The max RPM seems to be quite high, 82,000 RPM. So it's almost like a full-size turbine.
and the controller is a Flight Dragon 150 amps, powered by a 12-amp depot with 5 amps. Ja, und so geht das hier noch weiter, Schlag auf Schlag. Ja, nochmal, wann geht's los heute Abend?